Was geht ab, YouTube Blackjack? Wieder mit einem neuen Minecraft-Helden-Video zurück. Freunde, und zwar, Max habe ich ja damals gesagt, ey, ich würde zu den Paulberger Rittern kommen, habe aber die Voraussetzung, dass er mir etwas zuschickt. Und zwar eine Palette mit Paulberger Limo-Zitrone. Ja, Freunde, ich muss euch sagen, er hat Wort gehalten. Er hat mir das Ding zugeschickt, es ist angekommen. Ihr seht's, gut, man sieht's nicht. Ja, ein bisschen hier die Zitrone. Also ehrenhaft auf jeden Fall. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, was hier abgeht. Wer ist denn hier alles? Eiterbeule SU Yami. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob mein Zeug noch da ist. Ja, mein Zeug ist noch da. Das ist gut. Guckt euch mal den blauen Schlumpf da an. Was geht, IT? IT, hast du keinen Bock zu reden, oder was? Ey, was machst du so? Guck mal. Soll ich dir mal was zeigen? Hä, stimmt ja. Wir haben ja jetzt hier jemand Neues. Ja, Elina ist jetzt auch beigetreten. Aber warum hat Max jetzt keinen Schlafsaal mehr? Hallo? Ja, der kommt doch noch, ey. Ja, ein wenig schneller, guck mal. Ich zeig dir mal was. Hä, was denn? Hast du mal, warte mal. Guck mal, was ich hier alles gemacht habe gestern. Bro, hier ist alles komplett freigelegt. Und hier sind so viele Ressourcen, die müssen wir uns alle holen. So, IT. Dann, wir müssen mal kurz aus der Base raus. Wie kommen wir jetzt eigentlich aus der Base raus? Weißt du das? Hey, kannst du zeigen, Blackjack? Ja, bitte. Dann will ich mal gucken, wie das Ganze jetzt hier so ausschaut, weil es soll sich einiges getan haben. Geh nach oben. Okay. So, IT, wo bist du denn? IT, komm mal mit, lass uns mal die Burg anschauen. Freunde, ihr wisst ja noch, im Video gestern haben wir extrem viele Steine gefarmt. Und ja, guck mal, hier entsteht die Paulberger Burg. Bitte noch nicht zeigen bis zur Fertigstellung. Danke. Ey, das ist richtig gut, dass du jetzt im Video zeigst, Junge. Ja, ich glaube auch. Ich habe schon weitergemacht. Egal, ich darf das. Ja, Freunde, es ist auf jeden Fall, es ist riesig. Es ist noch nicht fertig. Ich werde jetzt noch nicht mehr zeigen, aber es ist riesig. IT, ich habe gehört, unten am Hafen erwartet uns jemand. Ja, ich habe gehört, da erwartet uns jemand. Hast du Pfeile? Ja, schon. Gib mir mal bitte. Wenn es Eindringlinge sind, werden die hier direkt klar abgeschossen. Das ist unsere Insel. Gibt Inselverbot. Ey, lass mal schauen. Wer ist denn hier? Das ist übrigens hier, MBK sein Haus. Eine Taverne? Ich habe gedacht, das ist MBKs Haus. Aber wo sind die? Mensch, Freunde, wo ist denn IT schon wieder hin? Wer ist da unten? Oh, IT ist wohl schon da unten. Guck mal ganz kurz. Blackjack, komm, Junge! Du musst dich mit ihm anlegen! Ist auch da. Was passiert hier? Wer ist da? Auf einmal sehe ich zwei direkt neue Leute, die ich noch nie gesehen habe. Blackjack, mein alter Freund! Kannst du bitte den Bogen mal kurz wegpacken? Nein, weil Alfie mit dem Bogen auf mich zielt. Ja, jetzt hat er eine Karotte in der Hand. Ey, Blackjack, wie geht's dir, mein alter Freund? Ey, sehr gut, und dir? Mein Dreizack-Bruder von damals. Alfie, hör doch auf damit, was soll das? Was willst du, Alfie? Was willst du hier in unserer Zone? Hey, warte mal, was für eure Zone? Alfie, bist du mit denen im Team? Moll! Warte mal. Ja, ich bin mit Max zusammen. Aber IT, weißt du davon irgendwas? Euch, oder wie? Den habe ich noch nie gesehen. Das ist Mr. Eiterbeule. Kann man ihm vertrauen? Ist er nett? Ist er IT ist ein Top-Mann. Der ist total loyal, fleißig. Okay, dann entschuldige ich mich kurz für diese... Ja, für meine Sprüche und alles. Sorry. IT? Yes, sorry. Ist Alphastein wirklich bei uns? Er ist ein
Warum? Ich verhandle gerade mit Aquamix, aber ich habe gute Karten. Du hast gute Karten? Welche Karten, Mau Mau? Aber das Ding ist, Alfie, wenn du dann zu den Paulbergern gehst, dann darfst du Max und die anderen Blackjack und Aite nicht veräppeln, okay? Hör ich auch nicht, hab ich euch auch nicht. Okay, okay, crazy, so aber alles immer gut. Immer fair, ihr habt mich nicht fair behandelt. Ja, Moment, wo waren wir bitte nicht fair? Ihr habt mich rausgeschmissen, ihr habt mich behandelt, Alter, weil Alter, mach ich weiß was nicht. Alfie, hör mir jetzt mal zu, das geht doch nicht, was du da sagst. Aber was hat, stopp mal, SU, was hat Alphastein angestellt? Ich hab gar nichts gemacht. Er hat Sachen gemacht, die leider nicht mit dem Team abgesprochen waren. Er hat theoretisch von uns die Allianz zwischen Evive und den Königskriegern kaputt gemacht. Aber wir haben das noch gerade gebogen. Junge, was hast du? Ich hab ihm gesagt, bitte! Was er machen will, kann er machen, aber bitte tu mir einen Gefallen und greif Evive nicht an. Und genau das macht er. Ach, ich hatte Ärger mit Evive. Er hat mich gekillt, Blackjack. Die ewige Rivalität mit Evive also wieder. Er hat mein Herz weggenommen, Blackjack, und ich wollte nicht retten. Mehr ja war gut, das nicht. Das ist aber schon krass. Ich mache mich jetzt dann auf den Weg zu iCrimex. Ist er da? Ich glaube, der ist aktuell, ich weiß es nicht. Max ist nicht zu Hause, Junge. Ich wollte mich eigentlich bei ihm bedanken für die Aktion. Habt ihr das eigentlich mitbekommen, was er gemacht hat? Nee, was denn? Was denn? In Bezug auf die Ampelkrieger. Er hat die Königskrieger voll in Schutz genommen und meinte, ey, wenn ihr euch gegen Stani und Sue anlegen solltet, dann werden wir direkt uns mit denen verbünden und euch angreifen. Ja, ist ja wohl logisch. Stani und du auf jeden Fall Schutz. Hä? Boah, Ehre. Danke euch, Jungs. Dann bedanke ich mich auch bei euch. Aber iCrimex ist also nicht da, dann komme ich morgen wieder. Hm, vielleicht könnt ihr ihm Bescheid sagen und er kann mich dann nochmal... Jetzt machen wir Abgang hier! Was? Ehrlich, ich spiele mit dem Andes gut, SU steht unter unserem Schutz. Okay, dann alles gut, SU. Alles gut, SU. Du gibst mir keine Befehle hier, Freundchen, okay? SU ist ein guter, Leute. Ja, okay, Jungs, dann lasse ich euch mal in Ruhe. Dann komme ich später wieder vorbei, wenn Max dann da ist, okay? Alles klar. Sagt ihm Bescheid, dann komme ich nochmal vorbei. Ist okay, wenn ich dann einfach da bin? Ja, ist okay. Ja, Freund, bis später, unser Kumpel. Besser Kumpel, SU. Mach's gut, Leute. Achtet auf jeden Fall auf diesen komischen Typen hier. Der macht ganz komische Sachen. Ach, das Steinchen. Wenn man es richtig behandelt, ist er auch zahm. Schönen Tag noch, SU. Schönen Tag noch, und tschüss. Wenn du prankst die Jungs, dann gibt's Ärger. Schönen Tag noch, SU. Wenn ihr wisst, wie SU drauf ist, ist so hinter... Warte, hör zu! Was hast du gerade gesagt? Leute, hat sich einfach behandelt und schlecht. Ja. Was? Wie lange sind wir befreundet? Alter, ich sag nur, pass auf, ich sag nur, Jahre, auf, ewig. Es ist gefährlich. Ja, vertraust du mir oder ihm? Oh, ist echt gefährlich, oder? Dir. Ja, ja so, hä? Pass auf, wenn er über mich lässt, dann sag mir Bescheid. Ich komm direkt und nimm ihm sein Herz weg. Okay. Ich würde Crimex auch sagen, dass er gefährlich ist. Ja, der wird doch ein bisschen komisch, Junge. Alfie, du bist richtig frech gerade. Ich könnte dir jetzt direkt ein Herz nehmen. Junge, Alpha, allein seine Stimme. Ja. Alfie. Soll ich dich angreifen? Nein! Lass mich! Soll ich dich angreifen? Ich muss heute arbeiten. Tschüss! Ja, ciao. Also, ich muss sagen, IT, du bist gerade auch ganz schön frech SU gegenüber, ne? Du weißt, dass das Max gar nicht gefallen wird. Mach doch nur Ordnung. Spaß, Junge. Alles ich muss loyal gut. Zu Alpha sein. Jungs, danke. Passt auf euch auf. Ciao. Tschüss! Ciao, SU! Was macht er da, der Fischkopf? Der spielt Fisch. IT! Ja, Mann. Ey, Blackjack, du willst dich nicht mit mir anlegen, oder? Wenn du frech gegenüber SU bist, dann schon. SU ist eine Allianz Schutz. Mit uns. Ich mach dich One-Shot. Leg's nicht drauf an, Blackjack. Weil du's bist. Okay. Außerdem halten wir zusammen, wir sind Freunde. Da hast du allerdings recht. IT, was gibt's denn sonst so Neues? Lass mal die Taverne angucken. Ja, die Taverne ist echt nice geworden bisher. Dann gucken wir uns das mal schnell an. IT, du weißt, heute steht noch viel auf dem Programm. Wir müssen noch, noch mehr Steine farmen, Brickstone machen, die Fläche oben vergrößern. Also, Leute, heute ist noch Full Action. Ey, da hab ich richtig Lust drauf, die ganzen Steine zu farmen. Ja, da glaube ich dir sofort. Gut,
Freunde, ich würde mal sagen, wir farmen noch ein bisschen und vielleicht zwischendrin werden wir noch ein paar andere Leute treffen. Elina ist ja tatsächlich auch mit jetzt bei uns drin und die wird bestimmt später auch nochmal vorbeischauen, oder? Was denkst du? Denk schon, Elina ist auf jeden Fall jetzt im Team, Freunde. Es ist wie es ist, es ist wie es ist. Danke für das Wasser. Tschüss. Bis später. So, meine Freunde. Ja, es ist inzwischen wirklich schon wieder spät, also wir haben jetzt gerade schon wieder 21 Uhr, vorhin den Teil haben wir aufgenommen, da war es irgendwann, ich weiß gar nicht, 17 Uhr oder so, also es ist auf jeden Fall schon deutlich später. Wir haben auch einiges wieder gemacht, ich habe Steine wieder gefarmt ohne Ende. Hier Kiste wieder voll, hier Fass wieder voll, unterstützt worden bin ich natürlich, wie soll es auch anders sein, von dem lieben Herrn da hinten, der gerade mit dem Rücken zu mir steht. ID! So, guck, da ist er, Leute. Der ist immer noch fleißig hier mit mir am Abgraben. Ihr seht das Inventar voll mit Erde, weil wir werden die Fläche hier noch ein bisschen erweitern. Und ID macht hier schon. Hier haben wir mal so einen Gang durchgemacht, um ja so eine Markierung zu haben, wie weit wir hintergehen wollen. Und das Ganze wird auch nicht nur in diese Richtung gemacht, sondern, also Freunde, ihr seht, guckt euch das mal an. Also, das ist echt brutal, diese Burg. Ja, quasi hier hinten auch noch. Freunde, ihr wisst, es ist eine Riesenarbeit, aber was ziemlich sicher und ziemlich geil passieren wird, ist, dass wenn das hier steht und wir anfangen, hier Häuser zu bauen und so, hier überall Häuser hinzubauen, hier hinten vielleicht einen Dorfplatz, die Leute wird alle hierher ziehen. Das heißt, es werden viele Leute hierher kommen, wollen hier ein Haus bauen, wir machen hier ein paar Läden hin und lauter so Zeug. Was richtig geil ist, weil es einfach Traffic zu uns bringt, RP, man kann richtig geile Sachen machen. Und ich sage euch ehrlich, ich freue mich schon drauf und vor allem freue ich mich drauf, wenn dieses blöde Ding hier fertig ist. Weil ihr glaubt gar nicht, was ich alles ausgehöhlt habe mit IT zusammen, im Großteil, für diese Burg. Das ist echt nicht normal. Aber Freunde, glaubt mir, es wird sich sowas von lohnen. Aber was wir auf jeden Fall jetzt auch die nächsten Tage noch machen, und zwar gibt es eine Netherinsel. Ich denke mal, ich werde da mal mit IT hintraveln. Wir werden mal gucken, was wir da so absagen können. Bisschen farmen gehen. Mal schauen, was es da so gibt. Und es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Inseln, ganz viele andere Biome. Das müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Mal durchchecken, was wir da Cooles mitnehmen können. Meine Dia-Rüstung muss ich auch, wenn ich die Zeit habe, ich bin echt nur noch mit Farmen beschäftigt, muss ich auch noch verzaubern. Das wird dann auch die Tage kommen. Aber Freunde, glaubt mir, es wird alles mega geil. Also das wird einfach, ohne Scheiß, diese Stadt hier wird der Wahnsinn. Gut, Freunde. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Genießt ihr den Tag, Abend, Mittag, wie auch immer. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schaut bei IT vorbei für seine ganze Unterstützung, die er hier rausballert und hilft. Ohne ihn, muss man echt sagen, würde das auch nicht so vorangehen und könnte auch hier ein iCrimex oder ein MBK nicht so viel machen. Also schaut vorbei, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns. Bis dahin, ciao.